Ja, hier, guck, Dumi, Doomdash. Doomdash könnten wir doch eigentlich trainieren. Doomdash ist ja auch irgendwie so ein bisschen unser Maskottchen, habe ich das Gefühl. Wir können uns das ja auch mal irgendwie so als Ziel setzen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars. Wir haben jede Menge noch vor uns. Es liegt ganz viel zu tun. Aber an dieser Stelle eine kleine Information. Diese Woche soll, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der Mobile App eine neue Rasse rauskommen. Und das ist das erste Mal in Rival Stars, seit es erschienen ist, dass eine neue Rasse rauskommt. Das Ganze wird erstmal noch nicht in der Desktop-Version passieren. Ihr kennt das ja schon, immer erstmal am Handy. Von daher werde ich vielleicht diese Woche auch noch mal eine Folge auf dem Tablet aufnehmen, wenn ich das alles so rübergezogen kriege. Das ist ja das Problem. Ihr erinnert euch, ich habe das ja schon mal erzählt. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe. Ansonsten zeige ich euch zumindest den Trailer dazu. So, also dann. Das Schöne ist ja, die letzten Updates kamen relativ zügig auch auf dem PC raus. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass es nicht allzu lange dauert. Wir warten ja auch immer noch auf das Update mit den Hindernisrennen. Die sind aber auch noch nicht drin in der Mobile-Version. Ich finde übrigens, by the way, die englische Bezeichnung für Hindernisrennen so cool irgendwie. Steeplechase. Ich habe keine Ahnung. Steeplechase, klar, Chase, Verfolgung, aber Steeple? Was ist denn Steeple? Weiß ich nicht. So, was müssen wir aktuell eigentlich machen? Trainiere ein Pferd bis auf Agilität Level 3 und Sprünge Level 3. Okay. Und unsere Daily-Aufgaben. Verkaufe ein ausgewachsenes Pferd, gewinne 50 beliebige Objekte. Okay, also wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Und ihr erinnert euch, wir wollten ja hier Geld verdienen, um Rivals Romance kaufen zu können. Diese wunderschöne Stute, die wir gemeinsam erstellt hatten. Und das ist jetzt unser Ziel momentan, auf die 7,68 Millionen Gold zu kommen. 6,6 Millionen haben wir gerade. Das heißt, wir haben noch ein bisschen zu gehen. Ein bisschen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu gehen. Ein paar Kilometer zurückzulegen hier in Rennen. Jetzt ist halt nur die Frage, wartet mal, ich guck mal kurz in den Stall rein. Haben wir irgendein Pferd? Haben wir irgendein Pferd, was noch nicht so weit trainiert ist, was Agilität? Ja, hier, guck, Dumi, Doomdash. Doomdash könnten wir doch eigentlich trainieren. Ja, cool, machen wir. Und was ist hier bei den Fohlenboxen noch neu? Ach so, wegen den neuen Zuchthengsten. Ja, gut, alles klar. Können wir auch nochmal machen, aber jetzt möchte ich momentan erstmal hier wirklich das Geld verdienen. Um, wo ist sie denn? Doomdash, da ist sie. Ganz hinten, okay. Also das will ich jetzt auf jeden Fall als nächstes angehen, dass wir das Stütchen kaufen können und dann können wir auch mal wieder züchten. Ah, jetzt fehlt uns hierfür das Futter. Das haben wir eben schon gekauft. Aber ist jetzt egal. Also jetzt haben wir im Endeffekt die Aufgabe auch schon abgeschlossen. Dafür haben wir das Futter noch, jetzt haben wir gar kein Futter mehr. Wir müssen auch echt noch mal ein paar Low-Level-Rennen reiten, damit wir mal wieder genug Futter haben. So, das hier hätten wir abgeschlossen. Da kriegen wir auch noch mal ein bisschen niedriges Futter, das Bronzefutter. Die Vorbereitung ist ganz schön anstrengend, was? Ich bin froh, dass wir Kay auf unserer Seite haben. Ich hätte nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Du hast gesagt, du hast nur auf Rennbahn gearbeitet, TJ? Kay? Ja, so habe ich auch angefangen. Aber meine Tante hat einen Haufen Freunde, die früher Geländeritte geritten sind. Oh no, jetzt habe ich was übersprungen, sorry. Denk einfach nicht drüber nach. Wahrscheinlich hat er sich wieder irgendwie eingeredet, dass er nicht gut genug ist. Wir kennen das ja, TJ ist ja so ein bisschen, ist ja nicht so ganz selbstsicher. Was müssen wir jetzt machen? Schließe Pegasus Stables Strecke 2 ohne misslungene Sprünge ab. Sollte kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das haben wir auch alles schon mal geschafft, wenn ich das richtig gesehen habe. Lasst uns das Ganze doch mal mit Doomdash machen. Jetzt haben wir Doomdash eben schon trainiert. Jetzt reiten wir sie auch mal. Das ist ja, also Doomdash ist ja auch irgendwie so ein bisschen unser Maskottchen, habe ich das Gefühl. Jeder liebt
Doom Dash von der Farbe her. Aber wir haben sie ja nie wirklich so weit trainiert, weil sie ja nicht so die allerbesten Werte hat, beziehungsweise vom Level her auch niedrig ist. Aber wir können uns das ja auch mal irgendwie so als Ziel setzen. Oh nein! Oh shit, komm, erneut versuchen. Das können wir uns ja mal als Ziel setzen. Quasi eine Doom Dash 2.0 zu züchten. Die Farbe hier einfach auf ein hohes Level zu bringen. Da hätte ich mal Bock drauf. Also ich meine, ja, mit den gleichen Abzeichen wird natürlich auch irgendwie schwer. Sie hat ja auch so eine wunderschöne Blässe. Und dann die hohen weißen Beine. Aber das können wir ja alles machen. Also die Zucht finde ich jetzt in Rival Stars eigentlich relativ detailliert umgesetzt. Jetzt nicht so gut natürlich wie in einem Browser-Game, was sich darauf spezialisiert hat, wie Horse Reality, das ist klar. Aber es ist schon sehr, sehr detailliert, finde ich. Und von daher können wir das gerne mal machen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wollen wir eine verbesserte Version von Doom Dash züchten, dass wir auch ein Pferd mit dieser Optik haben, mit der wir wirklich auch die hohen Turniere gehen können? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber Doom Dash wird auch definitiv immer bleiben. Weil die ist einfach so wunderschön. Ich finde die klasse. Boah, guck, sogar eine neue Bestzeit haben wir geschafft mit ihr. Also ja, wir sind in der Weltrangliste immer noch auf Platz 1451, aber trotzdem. Also ich meine, wir müssen ja auch mal berücksichtigen, dass sie halt quasi null trainiert ist. Sie ist gerade bei Level 14 von 35 und insgesamt kann ja Level 50 erreicht werden. Also von daher wirklich tipptopp. So, das hätten wir auch. Gute Arbeit. Die zweiten beiden Sprünge würden einen Anfänger aus der Fassung bringen. Es sieht so aus, als würde dein Pferd anfangen, dir zu vertrauen. Ein tolles Gefühl, nicht wahr? Da seid ihr zwei ja. Ich habe tolle Neuigkeiten. Es ist. Ich. Oh, ich muss erstmal Luft holen. Du bist knallrot. Was gibt's denn so Wichtiges? Ein Team von Stables Monthly kam vorbei und sah dich dort draußen reiten. Sie finden dich toll. Sie haben uns gebeten, einen lokalen Vorlauf zu veranstalten, um unsere Strecken vorzustellen. Sie sind die Sponsoren des globalen Geländerrittwettbewerbs. Das ist eine riesige Gelegenheit. Mega! Was müssen wir dafür machen? Boah, okay, krass. Wir haben drei neue Quests. Starkes Blut, Weltklasse und leg dich ins Zeug. Was müssen wir denn machen? Züchte oder kaufe ein Pferd der Klasse 3 oder höher. Kein Problem. Wir sind ja eh schon weit. Das hier können wir schon abschließen. Sprünge und Agilität, die Trainingsanlagen auf Stufe 2 haben wir schon. Agilität 5 und Sprünge Level 5 trainieren. Das ist auch easy. Aber das hier holen wir direkt schon mal ab. Als ich dich gebeten habe, zurückzukommen, ging es mir nicht nur darum, diese Range wieder aufzubauen, sondern auch darum, sie zu einer Kultstätte des Pferdesports zu machen. Wenn wir Stables Monthly dazu bringen, an diese Vision zu glauben, kann uns niemand mehr aufhalten. Francis, ich habe meiner Tante von den bevorstehenden Vorläufen erzählt und jetzt will eine ganze Schar von Reitern und Reiterinnen im Ruhestand mitkommen und zusehen. Das klingt wunderbar, Trenton. Lad sie alle ein. Je mehr, desto besser. Zum Glück haben wir all diese Pavillons aufgestellt. Da geht ja richtig was ab hier. Und wir haben noch eine neue Quest bekommen jetzt dadurch. Mut. 12.000 Gold bei Geländeritten gewinnen. Okay. Das sollte auch relativ easy machbar sein. Aber wir müssen jetzt natürlich auch noch in Hinblick auf das Stütchen. Auf Rivals Romance. Müssen wir jetzt natürlich auch mal noch ein paar der höheren Rennen reiten. Wie weit ist eigentlich Lovely Legend trainiert? Ja, Geschwindigkeit können wir sie auf jeden Fall noch trainieren. Das kostet natürlich auch noch mal ein bisschen was, aber wenn sie von vornherein ein höheres Tempo gehen kann, dann haben wir natürlich auch viel, viel höhere Chancen, die richtig, richtig krassen Rennen zu gewinnen. Guck mal, und jetzt hat sie wirklich das absolut maximale Potenzial bei Geschwindigkeit ausgeschöpft. Damit hat sie 222 Punkte auf Geschwindigkeit. Das ist, glaube ich, das Maximum. Sprintenergie können wir auch mal noch trainieren. Wie gesagt, das kostet jetzt natürlich alles Geld. Von daher würde ich sagen, wir trainieren jetzt noch zweimal Beschleunigung. Dann haben wir da bei beidem noch was offen. Aber guck mal, jetzt haben wir schon wieder nur noch 4,8 Millionen. Das ist einfach so super teuer. Wir haben jetzt einfach mal eine knappe Million rausgehauen. Oder wir haben. Eine knappe Million haben wir rausgehauen.
oder sogar mehr. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie der Ausgangswert war. Einfach nur fürs Training, das ist einfach so heftig. Was können wir denn... Ja, Oasis macht eigentlich keinen Sinn, wartet mal. Sapphire Oasis. Das hier wäre natürlich schon gut. Es ist eine relativ kurze Distanz und eine Chance auf 752.000 Gold gewinnen. Das machen wir doch mal. Lovely Legend hat die beste Quote. Sie läuft zwar nicht gern auf mittlerem Geläuf, die Distanz passt aber perfekt. Von daher, wir reiten selber und ich setze das absolute Maximum von 107.000 Gold auf Sieg. Ich habe Vertrauen in mich. Jetzt muss ich das Vertrauen nur noch, also ich darf mich jetzt nicht enttäuschen hier. Das wäre Mist. Startbox 15, was ein Scheiß. Egal. The favorite is driving the pace right from the go. Ich liebe den Kommentator. Das ist einfach so cool gemacht in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt mittlerweile in das Spiel schon versenkt habe. Müsste ich mal gucken bei Steam, aber es ist halt immer noch cool. Und ich hoffe so sehr. Also die Rasse, die reinkommt, ich tippe ganz, ganz stark auf ein Sel Français, weil es hieß, die Rasse ist stark im Springen und es ist eine französische Rasse. Aber Sel Français passt ja eigentlich eher in Richtung Springreiten und nicht in Richtung Rennen oder Hindernisrennen. Geländespringen ja auch. Also ich hoffe so tierisch, dass auch noch irgendwann mal Dressur und Springreiten reinkämen. Ganz ehrlich, dann ist es das perfekte Spiel. Dann ist es das perfekte Spiel. Guck mal, wir machen sie einfach alle kalt. Gut, jetzt kann ich zwar nicht mehr sprinten, aber... Leute, was wir einfach für einen Vorsprung haben. Das ist so krass. Guck mal, wir haben knappe 3 Sekunden Vorsprung. Das ist im Rennsport einfach... Das sind Welten. Das sind Welten. Und jetzt haben wir einfach mal 752.000 für den Sieg geholt und nochmal 700.000 obendrauf, weil ich auf Sieg gesetzt habe. Tja. So geht das. So verdient man am schnellsten Geld in dem Spiel. Egal in welcher Klasse. Das gilt immer. Auch in den niedrigen Klassen. Das ist einfach wirklich so ein Tipp, den ich euch geben kann, wie ihr schnell Geld bekommt. Geht in ein Rennen, was relativ viel bringt, aber wo ihr halt sicher sein könnt, dass ihr auf jeden Fall gewinnt und setzt alles auf Sieg. Also immer. Das ist somit die beste Möglichkeit. Und das würde ich jetzt auch gerne nochmal machen. Guck mal, hier kriegen wir jetzt nochmal mehr. Das ist jetzt natürlich auch nochmal eine Nummer schwerer. Das ist nochmal schwerer. Wir haben das vierte Rennen in Queen Victoria Park noch nicht freigeschaltet, weil wir Rennen 3 noch zweimal gewinnen müssen. Da sieht man, okay, das ist halt wirklich hart. Trotzdem hat Lovely Legend jetzt hier gerade die beste Quote. Ich werde diesmal selber reiten. Ich werde nicht wieder so einen Versager-Jockey draufsetzen wie beim letzten Mal, der mir das ganze Geld wegreitet, was ich hier setze. Das machen wir selber. Startbox 2 ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Dann sind wir näher an der Innenbahn. Und perfekter Start. Okay, Leute. Up to a magnificent start. Da hört ihr es. Aber guck mal, ich kann mich jetzt hier schon wieder nicht mehr so schnell absetzen. Also man merkt das halt wirklich schon krass, wie viel qualitativ hochwertiger die Pferde hier in dem Rennen sind, was die Gegner angeht. Aber hier so einen schönen Bugskin. Warte mal, wir haben einen Bugskin. Und einen Cremello hätte ich auch mal noch gerne. Und einen Dominant White hätte ich auch noch gerne. Leute, wir müssen noch ganz viel züchten. Wir müssen noch ganz viel züchten. So, jetzt kann ich noch mal... Jetzt kann ich schon mal so ein bisschen schieben. Okay, jetzt muss ich... Jetzt sind wir in der perfekten Position. Jetzt dürfen wir das aber nicht hergeben. Ziel gerade. Okay, ich glaube tatsächlich, das war relativ knapp diesmal. Wo, ja, doch. Doch, 2/10, das ist schon gar nicht mehr so viel Abstand. Aber perfekt, wir haben es hinbekommen. Und das hat jetzt einfach mal 1,5 Millionen haben wir mit dem einen Rennen gemacht. Das ist schon heftig. Na gut, es ist Rennsport, ne? So, 7,6 Millionen
7,64 Millionen haben wir. Nein, wir brauchen 7,68. Ich fasse es nicht. Wir brauchen einfach noch mehr Geld. Ja, gut. Ja. Und der Witz ist, wenn wir das Pferd gekauft haben, sind wir einfach sowas von blank. Aber wir können ja schon mal schauen, wen schicken wir einfach auf die, schicken wir eigentlich auf die Weide? Obwohl, wir brauchen eigentlich gerade gar keinen wegzuschicken. Wir haben ja auch 4 leere Boxen. Was machen wir eigentlich mit Golden Sunrise? Sie ist von Pony Popcorn und Today Smith. Sie ist aber auch schon schick. Ich würde ja gerne... Cute Candy ist halt deutlich höher vom Level. Ich bräuchte ein Pferd, was absolut keine Abzeichen hat quasi. Als Hengst. Und da müsste ich einen Decksprung machen. Mit Cute Candy. A Drifting Jazz, die ist auch so super hübsch. Boah, haben wir so einen Hengst? Ich glaube, wir haben keinen Hengst, der einfach gar keine Abzeichen hat. Also zumindest gerade nicht hier. Lass uns mal auf der Weide gucken. Weil ich will ja immer noch gerne... Fine Dragonfly, stimmt, die haben wir ja auch noch. Valentine's Heart, das ist hier der Bugskin, den ich im Kopf hatte. Oh, Cupcake Revenge steht auch noch hier. Und Painted Rose, natürlich. Sonst lass uns mal gerade gucken, was momentan für Hengste am Zuchtmarkt sind. Ja gut, ein Tobiano halt, ne? Also wir wählen jetzt auf jeden Fall erstmal Cute Candy aus. Weil sie hat ja die Farbe, die ich haben will, aber halt, wie gesagt, ich hätte gerne... Boah, aber die haben alle irgendwelche Abzeichen. Sonst versuchen wir es mal mit den beiden, oder? Guck mal, der hat ganz gute Geschwindigkeit eigentlich. Hinten als Position. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Cream gehen. Und wenn ich... Sie ist sogar noch dunkler. Today Smith ist noch dunkler. Egal, wir versuchen das jetzt einfach mal so. Wir lassen Cute Candy von Magician's Afternoon decken. Das kostet zwar auch noch mal eine halbe Million. Etwas über eine halbe Million. Aber das ist nicht so tragisch. Wir gucken uns beim nächsten Mal, gucken wir uns dann an, was da dann für ein Fohlen bei rausgekommen ist. Und wir werden dann auch die letzten Millionen uns verdienen und erarbeiten, die wir noch brauchen, um uns das neue Stütchen aus dem Markt zu kaufen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf gar keinen Fall verpassen, ihr Lieben. Konnte ich nicht auch irgendwie gucken, wie das Pferd auf der Weide rumläuft? Nee, ne? Ich glaube nicht, wenn sie nicht auf der Weide steht. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.